Wir erleben heute ja die dritte Veranstaltung in dieser Art. Immer etwa Juni, Juli haben wir ja in diesem Raum hier sozusagen den aktuellen Stand der Diskussion oder Entwicklung Thema Donauhafen vorgestellt. Bei der ersten Präsentation, das war ja 2007, da war es noch etwas turbulent, da ging es gerade um Bürgerbegehren, die ersten Unterschriften wurden schon abgeliefert. Da hatten wir noch nicht solchen sicheren Boden unter den Füßen wie heute. Wir haben ja jetzt 2 Jahre Zeit gehabt, uns in diese Hafenmaterie, in diese politische Materie einzuarbeiten, um überhaupt mal herauszufinden, was ist eigentlich Wahrheit und was ist schlicht und einfach Täuschung und Lüge in der Begründung des Koderbehabens. Und ich glaube, wir haben heute, also jetzt 2008, haben wir tatsächlich eine eindeutige Botschaft, dass der Godorfer Hafen schlicht und einfach herbeigelogen worden ist. Und der Eckstein für diese relativ sichere Basis, den hat die HGK selbst geliefert mit diesem Blankogutachten, was Sie wahrscheinlich schon häufiger gehört haben, aber vielleicht nicht sicher, was Sie da vorstellen konnten. Die HGK war etwas durch unsere Diskussionen und sozusagen Widerstände, natürlich in Druck gekommen und wollte bei dieser Beratungsfirma Blanco sozusagen durch ein Gutachten sich belegen lassen, dass ihre Anforderung, nämlich Godorf muss gebaut werden, richtig ist und dass wir, die Hafengegner, natürlich völlig falsch sind. Da sind aber einige Dinge drin, die sind leider, oder ich muss sagen, Gott sei Dank richtig, die unterstützen uns. Und es sind eine ganze Menge drin, die sind wieder, wie vorher auch in den Gutachten, falsch und einseitig. Und deshalb ist auch dieses Gutachten Teil, man kann schon sagen, des Komplotts, der ja schon länger existiert. Also ich habe über das Komplott so gelesen, unter Wikipedia, Verabredung zu einem Verbrechen oder zu einer moralisch verwerflichen Tat. Ich glaube, die zweite Version, die trifft sehr zu. Gut, ich habe mal alles, lasse ich mal weg. Ich gehe jetzt mal durch die Präsentation. Mit der Präsentation wollen wir sozusagen durch die vorhandenen Fakten jetzt klarstellen, der Godorfer Hafen ist unnötig. Für den Godorfer Hafen werden 65 Millionen unnötig zum Fenster rausgeschmissen. Und für den Godorfer Hafen wird ein Naturschutzgebiet von 15 Hektar zerstört. Das ist unnötig. Es gibt bessere Lösungen. Und das ist eine sehr traurige Nachricht. Das Problem ist ja, dass die Gegenseite sich in Schützengräben zurückgezogen hat und tief eingegraben ist und mental tatsächlich kaum beweglich ist. Das ist ein sehr schwieriges Kapitel für uns, in diese festbetonierte Front Zweifel reinzubringen, neues Nachdenken anzuregen. Das ist extrem schwierig. Also wir haben auf der einen Seite die Evidenz, der Koderbehafen ist tatsächlich überflüssig, es gibt Besseres, aber wir haben nach wie vor zu kämpfen mit dieser Betonfraktion. Das ist ein schwieriges Kapitel. Und wir können nur hoffen, dass der Kommunalwahlkampf hier für Veränderungen sorgt. Und das natürlich die Bitte an Sie, diese Veränderung zu beschleunigen. Es geht also darum, der CDU und der SPD keine Stimme zu geben. Diese Seite, die kennen Sie, glaube ich. Wir waren ja nie Gegner einer Ausweitung der Logistikkapazität von Köln. Es ist völlig berechtigt, die Containerkapazitäten zu erweitern, weil in den
fünf Jahren bis 2007, das sind jetzt Zahlen bis 2007, hat sich, wie Sie hoffentlich können es lesen, die Containermenge, der Umschlag um 70%, knapp 70% erhöht. Das sind 14% im Jahr und es ist völlig klar, so ein Volumen lässt man ungern an Köln vorbeigehen und das soll es auch nicht geschehen. Es sind auch hier die anderen, die Massengüter und die Stückgüter zum Teil drin. Und Sie sehen, das sind die 5-Jahres-Zahlen wirklich kleiner. Da muss man sicher auch dran was tun. Aber der große, der dynamische Faktor steckt in den Container. Die Frage ist nur, welche Lösung ist richtig? Und die Antwort kann nicht nur sein, Bodorf und sonst gar nicht. So, ich gehe mal kurz die 4 Optionen durch, die man realistischerweise in eine Überlegung einbeziehen kann, wie könnte man diese Erweiterung am besten bewerkstelligen. Das ist einmal Godorf, das ist bekannt, das ist der Ölhafen und das ist diese Fläche, die neu dazukommen soll mit dem Hafenbecken und das sind die 15.000 Hektar Naturschutzgebiet, die geopfert werden. Vielleicht, damit Sie sozusagen in der Folge kommen, manche Zahlen wieder, dass ich vielleicht merken, diese Zahl in Godorf soll eine Fläche entstehen von 74.000 Quadratmeter für Container. 74.000 Quadratmeter für Container. So, wir haben natürlich hier den Riesenhafen Miel. Das sind die verschiedenen Quays in Miel. Und in Miel ist heute eine Fläche von 140.000 Quadratmeter für Container hergerichtet. Da geht es jetzt um die Frage, kann man mehr machen? Also Miel, 143.000 heute in Betrieb für Container. In 4 Kilometer nördlicher Richtung von Miel, das sind Mieler Hafen, hier geht es 4 Kilometer rauf, hier war früher eine Esser-Raffinerie, Teile sind noch da. Und am Rande dieses Geländes hat die Stadt ein Gewerbegebiet ausgeweitet, also ausgewiesen. Ein sehr großes Gewerbegebiet. Und in dieser Ecke hat die HGK Gelände erworben, um ein langzeitiges Containerterminal zu errichten. Das heißt, die HGK errichtet so etwas wie Eiffeltor im Norden von Köln. Wechseln wir mal kurz. Also das war das Esser-Gelände. Hier sind diverse Gewerbegebiete für verschiedene Nutzungen. Und hier dieser rote Fleck, das wird das sogenannte KLV-Terminal Nord werden, nur für Lkw-Bahnumschlag, also mit Schiff hat es zunächst nichts zu tun. Und dieses Terminal wird genauso groß in der Fläche für Container wie in Miel. Das hatte ich Ihnen auch gezeigt, 143.000 Quadratmeter. Wird also etwa im Moment, die momentane Fläche von Miel, etwa verdoppelt, wenn man so will. So, und es gibt natürlich noch eine letzte Fläche, eine 4. Option, die allerdings vielleicht nicht ganz so eng dran ist. In Eiffeltor gibt es bisher 2 Module, wo zwischen Lkw und Schiene umgestartet wird. Da ist noch eine Grünfläche dazwischen für ein 3. Modul. Und dieses Erweiterungsmodul bringt nochmal 100.000 Quadratmeter. Natürlich ist klar, Eiffeltor ist im Besitz der Deutschen Bundesbahn. Ob die unbedingt der HGK Kapazitäten abgibt, weiß ich nicht, aber es ist ja wert, wenn man eine Zukunftsstrategie macht, so etwas einzubeziehen, sich zu fragen, kann man kooperativ mit diesen Flächen, kann man etwas vereinbaren mit der deutschen